Auf vielfachen Wunsch werde ich das Original Swiss Card Dings mit einem No-Name, gekauft auf Amazon, wahrscheinlich made in China, vergleichen. Und eins sage ich gleich, das Ergebnis wird dich überraschen, glaube ich zumindest. Also bleib dran. Das ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de Labourdie. Schauen wir es uns an. Pass auf, fangen wir mal mit dem echten Teil an. Und mit echt meine ich Original Swiss Card Light. Da ist ein Lichtl mit dabei, mit einer schönen LED. Das sieht man auch, alles wunderbar verarbeitet. Das Messer, das ist wichtig, dass du das merkst. Wirklich, glaub's mir. Das geht wirklich total cool raus. Oder die Schere, schau mal. Das ist ganz, das ist ein... einfach schön gemacht. Dann, du hast hier einen Kuli mit dabei, der funktioniert, glaub's mir. Da ist dann eine Nadel mit eingebaut, auch sehr hilfreich. Weiter unten eine Pinzette, da muss man wieder reinfinden, so. Eine Pinzette, auch das geht alles, auf Deutsch sagt man, leichtgängig, gut verarbeitet. Und wenn man es auf cool sagen will, dann sagt man smooth. So schaut's aus. Große Lupe. Alles super, also einfach ein echt cooles Teil, so wie wir das kennen. Daumen nach oben, wenn du so etwas in deinem Portemonnaie mitnehmen willst, wenn dir das wichtig ist, wenn du sagst, ich brauche diese Funktionalitäten, magst du mit dem Teil nichts falsch. Ich weiß, es hat seinen Preis, billige Eingabe, gebe da unten den Link, aber das ist auch wirklich cool. So. Und weil ich natürlich der Reine bin, habe ich mir das gecheckt auf Amazon. Das schaut eigentlich, wenn man so aufs Erste hinschaut, irgendwie gleich aus. Und das, was das Gemeine ist, auf Amazon, wenn du das eingibst, wenn du Swisscard eingibst, wird dir das auch als Werbeanzeige angezeigt. Also, die Chinesen, die das verkaufen, sind echt keine Dummköpfe nicht. Die wissen, wie das funktioniert. Punkt ist aber, sie wissen nicht, dass Swisscard einfach cool ist. Wirklich. Weil, schau mal her, fangen wir gleich einmal mit dem smoothen Teil an. Da ist das Messer, abgesehen davon, dass es urkackig verarbeitet ist, aber pass auf mal, da hängt sogar noch der Teil von dem Spritzgussding drauf. Das ist jetzt was anderes. Das sieht man einfach. Das ist einfach auch nicht scharf. Es schneidet einfach nichts, wie man in Österreich sagt. Das bedeutet, wenn du ein Victorinox willst, dann kaufst du ein Victorinox. Wenn du irgendeinen Plastikmüll haben willst, mit einer... ich tue es, als wäre ich ein Messer. Dann kaufst du den Schatz hier. Also ja, muss man einfach einmal wirklich so sagen. Ja? So, dann die Schere. Schau mal her. Gut, das ist wirklich nur, wenn du es in der Hand hast, merkst du, dass das einfach nicht so leichtgängig ist. Aber das geht. Die Schere ist, wir werden sehen, ein Schatz. Dann, was sie sich überlegt haben, sie haben einfach mehr Funktionalitäten eingebaut. Sie haben auch einen Kuli, den man, das geht alles, hackelt alles ein bisschen. Dann einen Zahnstocher, stell dir vor, wir können einen Zahnstocher brauchen, Nadel ist nicht dabei und eine Pinzette. Nicht so schlecht, wie gesagt, hält dann auch nicht so gut, wenn du da ganz leicht ankommt, fällt das Teil raus, siehst du? Also, das heißt jetzt nicht, dass es so, doch, das heißt das, du hast es gerade gesehen, es ist einfach rausgefallen. Mach mal noch einmal, weil ich mir das von den Sparmeistern nicht sagen lasse. Übrigens, ich bin auch ein Sparmeister. Wenn es gibt günstige Teile, die gut sind, da brauche ich nicht die Marke kaufen, wenn ich etwas habe, was wirklich cool ist. So etwas gibt es und da macht Sparen, yeah. Aber da ist es einfach nur, ach Schatz. Schau mal her, ich habe das, wie gesagt, ich will mir das nicht nachsagen. Ich habe das komplett, also weiter kriege ich das nicht mehr rein. Und jetzt? Ist rausgefallen. Es liegt da irgendwo, ich werde es dann aufheben. Also, so, gut, wie auch immer. Dann haben die natürlich auch das hier gefladert. Das ist dieses, ich möchte es dir am Swiss, der Swisscard zeigen. Schau, ganz smooth. Oh ja, und hier außen, das sind Kreuz und also Philips und flach. Schauen Sie hier drauf. Also das, da brauche ich dieses Taster, das, was ein Messer sein soll, um mit dem hier dieses Ding da rauszugiegeln. Wir könnten natürlich auch, und das ist jetzt wirklich die billigste Eigenwerbung, auch die Reine Rossmann All-Day-Carry-Scheide für Victorinox-Messer verwenden. Tun wir aber jetzt nicht. Das ist in einem anderen Video, oben beim i-Klicken. Also, wenn ich, das ist einfach ein Schatz, wirklich. Es ist ein Schatz. Aber, was total cool ist, wenn du auf Rotlicht stehst, dann hast du hier eine Rotlichtlampe. Die ist auch, die ist aber wirklich nicht so schlecht. Das ist okay.
Was ich damit sagen will, ist einfach... Wirklich. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Sachen, die ja scharf sind, die sind halt so, aber probieren wir halt einmal die Sachen aus. Schau, das ist ein sogenannter Grashalm. Hier, Waldurlaubertee Buschkraftareal. Wenn hinter mir eine Kuh durchläuft, wie gesagt, macht alles die künstliche Intelligenz mit meinem Greenscreen. Also das ist alles so gewollt. Schneidet. Das Gras extrem gut, da vielleicht habe ich es nicht gut gemacht. Jetzt ist es wieder gegangen. Schau. Jetzt geht's wieder. Na gut, wollen wir den Victorinox probieren? Weil, daher Victorinox, ich glaube aber nicht, dass das so heißt, sie heißt nicht Victorinox. Die Firma, ich habe vergessen, Elstner oder Elsa oder so irgendwie heißen die Firma Chiefs. Aber du siehst schon, das ist schon eine andere Liga. Das bedeutet, stell dir vor, man hat dieses Whiskard mit dabei, weil ich habe einen Eingriss und den Fingernagel, oh je. Ich habe es gewusst, dass das noch kommen wird. Und du willst dir dann den Fingernagel abschneiden und dann hast du diesen chinesischen Müll mit dabei, dann biegt er das den Fingernagel noch mehr um. Ich bin mir nicht sicher, ob du dann glücklich bist, aber das musst du entscheiden. Also das ist einfach yeah. Und das ist einfach... So, die Pinzette habe ich auch wieder gefunden. Also ich kann dir nur sagen, dass es einfach ein Schmorn ist. Kauf es nicht, außer du hast einfach zu viel Geld und willst auch einen Produkttest machen, dann mach das. Wenn du glaubst, dass du so ein Teil für dein Everyday Carry brauchst, alles gut. Viele werden sagen, braucht man sowieso nicht, total okay. Aber wenn du es glaubst, dann kauf das Original. Denn wer hat es erfunden? Ricola. Okay, wer macht es richtig? Victorinox. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link zu meinen Produkten, Universalfeuerstahlhalterung, Victorinox, Öffenmechanismus und all das ganze Zeug gebe ich dir natürlich auch und sowieso und überhaupt nur Daumen nach oben und es hat mich gefreut, dein René Rossmann und ciao, ciao.